Coaching-Ausbildung ausverkauft in 48 Stunden mit 1000 Teilnehmern. Wie geht das? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video analysiere ich den spektakulären Erfolg von Laura Marlina Seiler. Sie hat auf ihrer Homepage angegeben, ja, dass ihre Spiritual Life Coach-Ausbildung ausverkauft ist. Ja, und das ist ihr in 48 Stunden gelungen bei 1000 Teilnehmern. Ja, sie hat verschiedene Preise aufgerufen, so zwischen 5.000 und 7.000 im Schnitt werden die gekauft haben. Also sie hat ungefähr in 48 Stunden 6 Millionen Umsatz gemacht. Jetzt hört sich das natürlich total traumhaft an und ich möchte das heute für dich erklären, was du für dich daraus lernen kannst. Wenn du eine Mission hast, wenn du Coach oder Berater bist, der Laura Marlina Seiler, das möchte ich vorweg schicken, ist das definitiv nicht in den Schoß gefallen und es ist auch kein Glück. Und ich werde in diesem Video nichts Geringeres tun, als dir zu erklären, wie es möglich ist, dass dann in 48 Stunden 1000 Teilnehmer im Schnitt etwa 6.000 Euro bezahlen. Das hört sich ja alles zu schön an, um Realität zu sein, aber es ist Realität und ihr ist es, wie gesagt, nicht in den Schoß gefallen. Ich werde auch kein kritisches Wort in diesem Video verlieren. Sie hat meinen allergrößten Respekt und ich werde das für dich erklären. Also pass gut auf, ja, also wenn du jemand bist, der oder die eine Mission hat, ja, wenn du viel erreichen möchtest, wenn du vielen Menschen helfen möchtest, dann ist dieses Video bestimmt für dich sehr wichtig, ja, denn ich werde sozusagen versuchen, diesen Erfolg von Laura Marlina Seiler für dich zu entschlüsseln. Übrigens, ich habe ziemlich viel Einblick. Meine Frau hat sozusagen im Grunde genommen alles von ihr abonniert und so weiter. Insofern, wir schätzen sie als Kollegin und sie hat einfach ganz gewisse Stärken, die dann eben dazu führen. Also kein Glück, sondern es hat System. So, das ist schon die erste These. Fangen wir direkt an. Ja, wie kann es sein, dass man in 48 Stunden 1000 Coaching-Ausbildungen im Schnitt für 6.000 verkaufen kann? Wie geht das? Dazu fangen wir mal an. Also ich habe schon gesagt, ihr ist es nicht in den Schoß gefallen, es war kein Glück. Warum ist das dann so? Vielleicht zuerst, wer ist Laura Marlina Seiler? Sie hat eine ganz klare Positionierung seit 7 Jahren. Sie hat mit einem Podcast angefangen. Vor 7 Jahren etwa und hat seit 7 Jahren jede Woche eine Podcast-Folge veröffentlicht. Ja? Und wenn man ihr zuhört, und das ist etwas ganz Wichtiges, was ich jetzt sagen werde, ja, dann spürt man einfach, sie hat einfach ein starkes Warum. Ne? Also die hockt jetzt nicht einfach da und macht die scheiß Folge jede Woche, sag jetzt mal flapsig formuliert, einfach um Kohle reinzuholen, ne? Sondern man merkt, irgendetwas ist ihr wichtig. Es ist jetzt nicht so völlig transparent, was genau im Detail ihr Warum ist, aber die Positionierung, die kannst du in ihrer Homepage erkennen, die kannst du am Namen an ihrem Podcast ablesen. Das ist völlig transparent. Im Grunde genommen möchte sie eigentlich, ja, man sagt es ja oft, die Welt zu einem besseren Ort machen. Das ist ganz sicher Teil ihres Warums. Na, du machst nicht 7 Jahre lang eine Podcast-Folge pro Woche und es ist ja auch nicht so, dass das gleich in der ersten Woche dann durch die Decke ging, ja, sondern sie hat sich das erarbeitet und hat einfach, und das ist eine nächste Lektion, sich ganz klar positioniert. Und diese Positionierung im Grunde genommen seit 7 Jahren gar nicht geändert. Also, das heißt, sie hat gespürt, was ist meine Berufung, was ist mein Warum und hat aus dieser Berufung eine sehr starke Positionierung gemacht. Ich sage sogar eine Premium-Positionierung. Klar, sie hat nicht mit einem Premium-Programm angefangen. Ne, das macht sie jetzt. Jetzt erntet sie. Ist jetzt anders gemacht. Aber was sie getan hat, sie hat aus ihrer Berufung vom ersten Tag an eine ganz starke Positionierung gemacht, die eindeutig war und die hat sie einfach nie geändert. Daran hat sie einfach festgehalten, weil sie davon überzeugt war, weil das gut durchdacht war. Und das ist eine ganz wichtige Lektion. Ich sehe immer wieder Leute da draußen, wir haben zum Beispiel eine ganz starke Kundin oder eine ehemalige Kundin, ja, alle 3 Wochen,
ändert die ihre Positionierung. Die schaut dauernd andere an, ja, der next shiny object und passt sich dauernd an. Das ist echt ein Jammer, weil so hin und her macht die Taschen leer, so kannst du nie zum Erfolg kommen. Und so viele machen das eben da draußen, ja. Die fangen mit irgendwas an und dann wird dauernd immer wieder angepasst, immer wieder die Formulierung geändert, immer wieder wird da angepasst. Und da entsteht einfach kein roter Faden. Und das ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor von Laura Marlina Seiler. Sie hat sich einfach vor 7 Jahren für ein ganz klares Warum entschieden, für eine Mission entschieden und hat ihre Berufung zu einer starken Positionierung gemacht. Die hat sie klar kommuniziert und sich dieser Mission verschrieben. Und einfach seit 7 Jahren, das ist der Kern ihrer Marketingstrategie, einfach den Podcast gemacht und dort ist immer so gut gemacht, wie sie konnte. So. Und da sehen wir schon ganz viele Erfolgsfaktoren. Der Erfolg, den sie jetzt hat, dass sie in 48 Stunden eben 1000 Coaching-Ausbildungen für im Schnitt 6000 verkauft werden konnten, so schnell, ja, bei einem Launch, das hat einfach damit zu tun, dass sie eine enorme Reichweite hat. Ja, und diese Reichweite, die hat sie sich eben gar nicht mit Werbeanzeigen aufgebaut, sondern eben durch organisches Marketing. Und diese Sogstärke, ja, die kommt primär aus 2 Gründen. Weil sie wirklich ein starkes Warum hat, die Welt zum besseren Ort zu machen. Und das ganz konkret, was ist ihr Beitrag konkret? Das hat sie eben, also ihre Berufung, in eine klare Positionierung gebracht. Ja, also Positionierung ist ein ganz klarer Faktor. So, und dann ist sie gewachsen, also Skalierung. Und dann hat sie meiner Meinung nach sehr konsequent sich einen gewissen Freiraum immer bewahrt, ja, und hat ein Geschäftsmodell für sich gewählt, wo sie immer die Freiheit behalten hat. Das heißt, sie hat ein ganz klar skalierbares Geschäftsmodell gewählt und ist damit im Prinzip unendlich gewachsen. Hat sich dafür entschieden, weniger jetzt auf Premium-Produkte im ersten Schritt zu setzen, sondern kleinere Angebote zu machen, weil sie auch einfach eine große Reichweite hat, führt es dann eben trotzdem zu interessanten Jahresumsätzen. Und da hat sie einfach immer gute Arbeit gemacht. So, jetzt halten wir mal fest. Also Erfolgsfaktoren. Berufung definiert, zu einer starken Positionierung gemacht, dann ein Geschäftsmodell gewählt, das ganz klar skalierbar ist. Und jetzt kommt's. Mindset. Ich denke, dass sie ein gesundes Mindset hat, ein starkes Mindset, auch ein starkes Erfolgsmindset. Also wenn man jetzt zum Beispiel hier, ich glaube, einen ihrer letzten Podcasts eben anschaut, ja, das ist diese hier, 7 Affirmationen für Erfolg. Da habe ich drin ein bisschen gestöbert, ja. Da sagt sie zum Beispiel, Konsistenz ist ein ganz wichtiger Punkt. Also eben, dass sie das seit 7 Jahren gemacht hat. Sie hat selber versucht zu erklären, ihren eigenen Erfolg. Die hat das auch, warum, hat sie auch erklärt. Und dann hat sie etwas erklärt, was ich auch extrem wichtig finde, nämlich die Tatsache, dass die wenigsten kurzfristig auf etwas verzichten, um langfristig, wie sie sich wörtlich ausdrückt, ein geiles Gefühl zu haben. Also das heißt, anstatt zu chillen, sagt sie, ja, mache ich halt meinen Podcast jede Woche und das seit 7 Jahren. Und was bringt mir das? Ja, ich habe halt ein geiles Gefühl, ich lebe ja meine Mission. Diese Mission kann sie ja nur leben, weil sie ja vielen Menschen helfen wollte, viele Menschen inspirieren wollte und dazu brauchte sie eine gewisse Größenordnung, die sie sich vorgestellt hat. Und die hat sie ganz einfach durch das Warum, durch die Positionierung, durch die Konsistenz und eben diese Erfolgseinstellung immer festzuhalten an einem System, ja, schrittweise vorzugehen, konsistent zu sein, ja, auf kurzfristig vielleicht auf etwas zu verzichten, aber dadurch Erfüllung zu bekommen, ja. So, und das sind alles Erfolgsfaktoren, die am Ende eben zu etwas Großartigem führen. Das sage ich unseren Kunden auch. Ja. Es ist sehr, sehr gut erklärt. Was kannst du jetzt sozusagen aus diesem Erfolg lernen? Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel völlig unbekannt bist und gerade erst anfängst, ja, dann solltest du auf keinen Fall jetzt einen Launch machen für ein Coaching-Programm und erwarten, dass das innerhalb von 48 Stunden 1000 kaufen. Ja? Das macht also überhaupt gar keinen Sinn. Also,
Spaß beiseite, was solltest du jetzt machen? Und zwar ganz egal, ob du am Anfang bist oder wenn du irgendwo in deiner Selbstständigkeit bist, irgendwo stehst, ja, vielleicht schon kleinere Erfolge hast, aber du hast ja viel eine größere Mission, dann solltest du jetzt diese Anleitung befolgen. Ja, nämlich im ersten Schritt ganz genau identifizieren, was ist deine Berufung? Ja, nicht ungefähr, sondern ganz genau. So, und diese Berufung, die solltest du in eine ganz starke Positionierung verwandeln, wo du aber innerlich hundertprozentig dahinter stehst und genau weißt, was dich antreibt, was dein Warum ist. Ja, warum stehst du jeden Tag auf und warum ist das dir so wichtig? Das ist die Basis. Also wir sprechen immer aus deiner Berufung eine starke Positionierung machen, das ist der erste Schritt. So, und dann brauchst du natürlich ein Angebot, und zwar ein unwiderstehliches Angebot für deine Zielgruppe, ja, wenn du dich sichtbar machst und dann konsistentes Marketing machst, zum Beispiel jede Woche ein YouTube-Video, ja, oder eine Facebook-Gruppe, je nachdem, was deine Zielgruppe ist. Da gibt es unterschiedliche Strategien, was ist am besten für deine Zielgruppe, wo befindet die sich, ja. Aber du musst auf jeden Fall was Konsistentes machen und du brauchst organisches Marketing. Und die Leute wollen spüren von dir, ja, dass du dafür brennst, dass dir das wichtig ist, ja, dass du es nicht einfach nur machst, um irgendwie Kohle zu verdienen. Das ist die Basis. Okay, also das heißt, Berufung in eine Positionierung verwandeln, dann mit organischem, konsistentem Marketing regelmäßig sichtbar machen, die Leute spüren lassen, dass dir das wichtig ist, dass du helfen kannst und helfen willst, ja, so, und du brauchst ein unwiderstehliches Angebot, das sie dir daneben aus den Händen reißen. Und dieses unwiderstehliche Angebot, ja, das muss auch noch skalierbar sein. Das darf nämlich nicht dazu führen, dass du ausbrennst und von deinem Weg abkommst. Also du musst richtig skalieren. So. Und normalerweise, wenn du sehr unbekannt bist, beziehungsweise am Anfang bist oder eben eine ganz kleine Reichweite hast, ist es eben klug, wenn du eine Expertise hast, dich am Anfang mit deiner Berufung auch Premium zu positionieren und ein unwiderstehliches Premium-Angebot zu machen. Warum? Weil am Anfang ist es viel einfacher, wenn du zum Beispiel ein Angebot hast für 3.500, also dein Programm kostet, für die Transformation, die du eben darin für die Kunden bewirkst, eben 3.500, dann ist es eben viel einfacher im Monat, drei Personen zu finden, die das Programm kaufen, sodass du auf einen fünfstelligen Monatsumsatz kommst. Du solltest dich eben mit einem unwiderstehlichen Premium-Angebot ganz klar Premium positionieren eben und dann eben nicht so ein günstiges Angebot zu machen, zum Beispiel ein Abo-Modell für 20 im Monat, ja, weil du eben so eine geringe Reichweite hast. Das ist zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht die richtige Strategie. Am Anfang musst du eigentlich ein Premium-Angebot gleich machen, ne? Das ist klug, weil du dich als Experte stark positionierst und sofort gesund verdienst, ja, und auch skalierbar wachsen kannst. So, und wenn du jetzt kontinuierlich fleißig, ja, jede Woche zum Beispiel deinen Podcast veröffentlichst, dein YouTube-Video veröffentlichst, in deiner Facebook-Gruppe gut arbeitest, ja, dass das einfach auch gesund wächst organisch. Und du dann vielleicht noch lernst, wie kannst du das Geld, was du da verdienst, sagen wir mal 10% davon, in Werbeanzeigen investieren, sodass du das sozusagen anorganisch sogar noch größer skalierst. Ja, dann kommst du an einen Punkt, wo du vielleicht dann irgendwann mal 10, 20, 30, 40.000 E-Mail-Adressen hast, eine Community hast, die dich dir folgt, die sich sehr stark mit dir identifiziert und so. Und wenn du dann eben einen Launch machst, ganz egal, ob das ein Online-Kurs ist für 197, ja, oder was auch immer, dann passiert genau das, was Laura Marlina Seiler jetzt eben gelungen ist. Da, wo du jetzt stehst, da geht das nicht. Das kannst du vergessen, da kannst du nur meditieren, da kannst du tun lassen, was du willst. Das wird nicht funktionieren, ne? Weil die grundlegenden Dinge musst du ja erstmal machen, damit es geschehen kann. Und das ist eben aus der Berufung eine starke Premium-Positionierung machen, ja, ein unwiderstehliches Premium-Angebot haben, das konsistent organisch sichtbar zu machen, deinen Marketing-Code zu knacken
So, und dann das Ganze zu skalieren. Und das Ganze wird natürlich nur klappen, wenn du gesunde Einstellungen hast. Das heißt, dein Money-Mindset, um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen, muss stimmen. Ja, das heißt, du brauchst gesunde Einstellungen zu Geld, damit du überhaupt deine Mission erfüllen kannst. So, und jetzt kommen wir abschließend zu Formeln. Meiner Meinung nach ist eine gute Formel für eine erfüllte Mission, wenn du die haben möchtest, also wenn du deine Mission, vor allen Dingen, wenn es eine größere ist, wirklich verwirklichen möchtest, ja, dann kannst du sagen, erfüllte Mission ist gleich starke Premium-Positionierung plus gesunde Skalierung plus gesundes Money-Mindset. So. Und genau das ist das, was wir im Moment anbieten. Es gibt die Positionierung Intensive Masterclass, die diese drei genialen Faktoren enthält. Für die Positionierung sogar eine Garantie. Ja, also, dass du eine Sogstärke von mindestens 8 auf einer Skala von 10 bekommst. Das kannst du jetzt für ganz kurze Zeit eben bei uns bekommen. Und wenn du es haben willst, dann klick jetzt auf den Link unterhalb von diesem Video. Wenn du sagst, Christian, ich würde gern wissen, wo stehe ich jetzt eigentlich? Ne? Ich hätte auch so einen Effekt wie die Laura Marlina Seiler. Wo stehe ich da auf diesem Weg? Wann wird es bei mir soweit sein? Was muss ich vielleicht ändern, damit ich auch eines Tages so einen Effekt habe? Dann kann ich dir was anderes anbieten. Jeden Mittwoch, 18 Uhr, führe ich meine Business Next Level Live Show durch. Bei dieser Show kannst du dich live von mir beraten lassen. Du erzählst mir einfach, wo du stehst. Du erzählst mir dein Geschäftsmodell, ja. Und ich werde dir dann sagen, wo du stehst und welche Schritte erforderlich sind, da wo du jetzt stehst, um da erheblich deinem Ziel näher zu kommen. Also, wenn dich das interessiert, ja, melde dich einfach unterhalb von diesem Video an. Ich würde mich sehr freuen, dich da begrüßen zu können, denn meine Mission ist ganz konkret, Coaches und Beratern, generell Selbstständigen, ja, zu einem erfüllenden und finanziell freien Leben zu verhelfen. Ich möchte, dass du deine Mission lebst und dass du innerlich keinerlei Mangeldenken hast, sondern dass du Fülle verwirklichst, ja, eine gewisse Größe verwirklichst. Und wenn dich das anspricht, dann spricht vieles dafür, ja, dass wir zwei gut zusammenpassen. Dann erst recht melde dich für die Business Next Level Live Show an und ich würde mich freuen, dir auf deinem Weg weiterhelfen zu können. Wenn dir dieses Video gefallen hat, like es, schreib mir einen Kommentar darunter, was dir ganz genau gefallen hat. Und es würde mich sehr freuen, dich schon bald bei mir begrüßen zu können. Dein Christian.